Hallo Leute und herzlich willkommen zur GPL und damit auch zum ersten Teambuilding. Ja, an Spieltag Nummer 1 geht es für uns gegen Nose to Order. Vorher gibt es aber noch ein paar Sachen zu besprechen. Denn erstens, wie wird dieses Teambuilding hier aufgebaut sein? Und vielleicht auch eine kleine Erklärung zu den Grafiken, die ich gleich einblenden werde. Erstens, ihr seht oben meine Pokémon eingeblendet, okay? Das heißt, Libalo, Vulnona, Amigento, da sind unsere Pokémon. Unten seht ihr immer die Pokémon des Gegners eingeblendet. Außerdem ist euch vielleicht schon aufgefallen, da sind so komische Zahlen in so Kästen drin. Das sind die maximalen Initiativewerte. Das heißt, Libalo kommt maximal auf eine Initiative von 188 und ein Sneebuna da unten kommt maximal auf 194. Da diese Speedwerte immer sehr wichtig sind, weil wir ja auch verschiedene Sachen sicher outspeeden wollen oder ne, damit wir wissen, wer ist das schnellste Pokémon auf dem Feld, dies, das, jenes, gibt es diese Werte zur Orientierung, damit ihr eben Bescheid wisst, okay, worauf haben wir so gespeedcreept, wenn ihr das mal vergessen habt, wenn ich das mal vergessen sollte zu erwähnen und. Gut, ja, dann werden wir jetzt wie folgt vorgehen. Ich werde immer einmal vorstellen, was ist denn das Team unseres Gegners, gehe da Mon für Mon durch, gucke, was sind Gefahren, was erwarte ich, worauf müssen wir achten, fallen uns vielleicht schon direkt ein paar Sachen auf, die wir in unserem Teambuilding beachten müssen. Und dann geht es nämlich genau dahin, dann stelle ich euch meine 6 Pokémon vor, die ich dabei habe, inklusive Sets. Auch das ist dann alles sehr hübsch aufbereitet. Da auf jeden Fall schon mal ein fettes Dankeschön an Blocky, denn von dem habe ich quasi diese Grafiken, die er auch für sein Teambuilding im ODT nutzt, bekommen. Ein wenig abgeändert und erweitert und so weiter und so fort. Von daher vielen, vielen, vielen Dank, weil ich mag die Grafiken sehr gerne und deswegen freue ich mich, die jetzt hier in der GPL benutzen zu dürfen. Okay, genug gelabert dazu. Wir kommen zu unserem ersten Gegner und das ist Nose to Order. Ja, geleitet vom lieben Blacklink, aka Mo, und der hat ein sehr interessantes Team tatsächlich dabei, vor dem ich erst, oder was ich mir erst angeguckt habe und dann gesagt habe, okay, sieht machbar aus. Und wie es dann so ist, dann sitzt du im Teambuilding und versuchst das zu checken und das zu checken und das zu checken. Und es wird immer schwieriger und schwieriger, ein perfektes Team aufzubauen. Aber ja, schauen wir uns doch mal im Detail an, was er denn so in seinem Kader mit dabei hat. Ebenso wie wir hat er sich ein Giga-Pokémon geholt und zwar Giga-Patina Raja. Ja, und das ist nämlich genau dieses Giga-Pokémon, das ich mir auch holen wollte. Das war einer meiner beiden First Picks, Libalo oder Patina Raja. Die wollte ich ganz gerne haben, natürlich in Kombination umso lieber. Aber Patina Raja ist es nun mal nicht geworden, dafür haben wir Libalo. Hoffentlich wird er so ein bisschen was machen. Ja, Giga Patina Raja, was ist dabei zu beachten? Erst einmal für die Leute, die vielleicht nicht wissen, wie die Dynamax-Regeln in der GPL ablaufen. Die unterscheiden sich vom UDT, was ja auch auf meinem Kanal läuft. Und zwar ist es so, dass wir eben nur ein Dynamax-Pokémon haben dürfen. Es darf nur ein Giga-Dynamax sein, aber jedes Team muss kein Dynamax haben. Das heißt, es ist optional, ob ihr eins nehmt oder nicht, ne? Also ob wir eins genommen haben oder nicht. Und ich habe eins genommen, Blacklink hat eins genommen. Ja, und es ist nun so, dass wir nicht zu irgendeinem bestimmten Zug Dynamaxen müssen. Wir können auch die ganze Zeit ungedynamax bleiben. Wir können auch direkt Turn 1 Dynamaxen. Wir können auch vorher Setup fahren. Das ist alles erlaubt. Was aber nicht erlaubt ist, ist ein sinnvolles Item zu tragen. Bedeutet ein Pokéball rauf und das war's. Einfach damit der Abschlag-Damage da ist, aber wir nicht unser Pokémon noch weiter boosten können mit Schwächenschutz, mit Lebenorb, was Dynamax-Pokémon eben super, super stark macht. Noch stärker, als sie eben sonst sind. Ja, das sollten im Groben und Ganzen die Regeln sein. Zu den Dynamax-Pokémon. Jetzt kommen wir zu Giga Patina Raja und damit natürlich erstmal zu seinem, ich sag mal, Signature-Move. Denn er kann aus den Schnallattacken, boah, ich weiß gar nicht, wie genau die Attacke heißt, die er dann raushaut, aber auf jeden Fall hat die den Effekt, dass Tarnsteine auf der Gegnerseite liegen, allerdings vom Typen Stahl. Das heißt, er kann zusätzliche Hazards quasi legen, indem er sowieso mit einer sehr, sehr starken Stahlattacke angreift. Das ist ein bisschen problematisch für die meisten Teams. Wir haben Libalo und können mit Seitenwechsel diese Hazards, diese zusätzlichen Hazards, einfach rüberwerfen auf die andere Sache. Einfach ist dabei natürlich auch relativ. Wir müssen Libalo mitnehmen, wir müssen Seitenwechsel mitnehmen und wir müssen dazu kommen, die rüber zu hauen. Aber theoretisch könnte er sich denken, boah, ob ich mir diese Stahltarnsteine überhaupt auf die Gegnerseite legen will, ob ich überhaupt Hazards legen will, weil die können ja alle wieder zu mir zurückkommen. Da muss er wahrscheinlich überlegen, muss er sich
für irgendwas entscheiden und mal sehen, wofür er sich entscheiden wird. Aber wenn er auf seinen Stab-Move zugreifen will, dann muss er Hersatz legen und das können wir natürlich mit unserem Team ein wenig nutzen. Ansonsten hat Giga Patinaraja super viele KP und einen super guten Angriff. Alles andere ist mittelmäßig bis schlecht. Also gerade die Initiative ist sehr bad. Aber das ist wiederum ist natürlich ganz gut für den Bizarro-Raum, den er in seinem Team aber nicht wirklich vertreten hat. Ich glaube, Alpollo ist der einzige Bizarro-Raum-Setter. Und ich glaube nicht, dass Alpollo mitkommt. Und ich glaube auch nicht, dass, wenn der mitkommt, dass der Bizarro-Raum spielt. Aber kann natürlich sein. Ja, und Giga Patinaraja hat mit diesem monströsen Angriff gleichzeitig auch noch einen immens großen Move-Pool. Das hat nicht nur den Stahl-Move, sondern natürlich auch Boden, aber auch den Brandstempel, die Blattgeißel, den Knuddler, das Erdbeben und. Es hat auf jeden Fall Zugriff auf sehr, sehr vieles und deswegen wird es umso schwieriger werden, dieses Pokémon irgendwie checken zu können. Gerade weil all die Angriffe in der Dynamax-Form ja dann auf Stärke 120, 130 hochgehen und dann sind das schon starke Moves mit einem maximalen Angriff von 200. Glücklicherweise kann er kein Item drauf spielen, kein sinnvolles Item, das ist gut. Ja, weiter geht's mit seinem nächsten S-Pokémon und das ist Sneebuna. Sneebuna, ich denke, jeder von euch oder die meisten von euch werden schon Erfahrungen mit Sneebuna gemacht haben. Sehr schnell, sehr gefährlich, starker Abschlag, starke Prio, starker Ice-Move. Eis ja auch nie ein schlechter Typ, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ja, und ansonsten auch ganz nette Coverage drumherum noch. Kann sich auch setupen mit dem Schwertanz und so. Sehr gefährlich, sehr schnell. Müssen wir gucken, wie wir das gehandelt bekommen. Ja, dann hat er ein Galar Smogmog. Ich muss direkt dazu sagen, dass ich die ganze Zeit im Teambuilding dachte, er hat das normale Smogmog. Keine Ahnung, wann mir der Fehler unterlaufen ist. Aber ja, Smogmog und Galar Smogmog unterscheiden sich nicht so sehr, außer, dass sie unterschiedliche Typen haben. Das eine hat nur Gift. Galar Smogmog hat logischerweise Gift Fee, das sieht man ihm ja natürlich an. Und damit aber auch Zugriff auf sehr interessante Moves, sowas wie Auflockern, aber auch hier Dampf, Strahldampf, Wolke, Dampf, ich habe keine Ahnung, okay? Zauberdampf, Wunderdampf war es, glaube ich. Also eine Feenattacke, aber auch sowas wie Aromatherapie und. Also es hat da auf jeden Fall ein bisschen Zugriff auf einige nice Moves, die ihm ganz gut zugutekommen. So, weiter geht's mit Uafnir. Uafnir, eines der wirklich gefährlichsten Pokémon, finde ich, für unser Team. Weil wenn das einen Wahlglas hat, dann böllert das richtig, richtig rein mit dem Orkan, mit dem Draco. Das sind zwei super starke Steps. Klar, Orkan und Draco müssen auch erstmal treffen. Aber unser Team basiert ja auch so ein bisschen auf Erdanziehung. Von daher kann es auch sehr gut sein, dass wir Uafnir damit unterstützen, die Genauigkeit erhöhen und dann wird es natürlich ganz, ganz kritisch werden. Denn in die Kombination aus Draco Meteor und Orkan kann ich direkt schon mal sagen, haben wir nicht sehr viele Switch-ins und mit nicht sehr viele meine ich quasi keinen. Aber wir müssen uns da trotzdem irgendwie irgendetwas einfallen lassen. Ansonsten, was kann der noch so? Der hat nerviges Zeug wie Superzahn, der kann sich auch hochheilen mit dem Ruheort. Den kann man auch mal defensiver spielen, eben mit dieser Kombination aus Superzahn und Ruheort. Der hat auch generell ganz gute Coverage, ist halt super schnell, kann mit der Kehrtwende auch wieder rausgehen. Also sehr nerviges Teil. Und wenn wir bei nerviges Teil sind, dann kommen wir vielleicht auch schon zum letzten Amon. Und das ist Milotic. Ja, Milotic immer ein kleines, aber feines Problem, weil das Ding super stark ist, was die spezielle Defensive angeht, aber was die physische Defensive angeht, kann der sich sehr, sehr stark machen, indem der einfach einen Heiß Orb draufpackt und dann bekommt er nochmal 50% Boost obendrauf, wenn er eben die Fähigkeit Marvel Scale, ist es auf Englisch, was ist es wiederum auf Deutsch? Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall hat es diese Fähigkeit, womit es dann eben seine Verteidigung nochmal um 50% boosten kann und der Heiß Orb ist natürlich auch nett, weil du dann Milotic nicht toxinieren kannst. Und damit würdest du ja kontinuierlich stärkeren Schaden bekommen. Das funktioniert bei Milotic leider Gottes nicht. Zumindest nicht, wenn es mit Heiß Orb gespielt wird. Und das ist eine sehr, sehr gängige, eine sehr, sehr häufig verbreitete Spielweise von Milotic. Es kann natürlich auch sein, dass er es speziell defensiv irgendwie mit Überresten oder sowas spielt. Aber gehen wir vom schlimmsten Fall aus und das ist immer Heiß Orb Milotic.
Ja, was gibt's dazu zu sagen? Ist halt sehr nervig, weil es sich hochheilen kann. Es kann mit Spiegelcape spezielle Angriffe, die es im Normalfall immer tankt, wieder zurückfeuern mit doppelter Stärke. Es kann mit Dunkelnebel auch Setup verhindern. Es kann nicht toxinieren. Das heißt, selbst wenn du versuchst, in einem 10-Match voranzukommen, hast du ein Problem mit Toxin dagegen. Es kann mit Siedewasser dich burnen. Es hat Eistrahl noch als Coverage, die dann im Großen und Ganzen auch reicht, um gegen die meisten Mons etwas machen zu können. Ja, und selbst halt nur zwei Schwächen mit Elektro und Pflanze, wie es halt typisch für einen Bulky Water ist. Und ich glaube, Milotic ist so der Inbegriff eines Bulky Waters. Holy shit, das wird schwierig, daran vorbeizukommen. Aber wir haben natürlich Pokémon, die das schaffen können. Mit Rotom, was zumindest einen Elektro-Stab dabei hat. Mit unserem guten alten... Wieso fallen mir jetzt gerade nur die englischen Begriffe ein? Lectagon. Der deutsche Name, ich finde den super nice. Lectragon finde ich super cool, klingt super nice. Und natürlich auch Kotomi, auch wenn das jetzt offensiv nicht so super stark ist. Aber wir haben zumindest drei sehr effektive Stab-Typen dagegen im Team. Also vielleicht können wir etwas dagegen machen. Weiter geht's mit Pampros. Ein Pokémon, was ein ganz großes Ausrufezeichen bekommt von meiner Seite aus, weil es... das einzige Pokémon ist in seinem Team, was unser Lectragon eben checkt. Und Lectragon hat Zugriff auf den Schockschnabel und wenn wir schneller sind, dann wird aus dem 85er Stab schnell mal ein 170er Stab und der ballert rein. Gerade mit Übereifer, was unseren Angriff nochmal um 50% boostet. Und dann kann man natürlich irgendwie noch Walband oder sowas spielen. Das ist heavy, das ist ziemlich strong und er muss diesen Angriff natürlich irgendwie abwehren und das schafft er am besten mit einem Bodentypen und das ist Pampros. Ja, deswegen, wenn ich jetzt von den bisherig genannten Pokémon sagen müsste, wer mitkommt, auf jeden Fall Gigapatina Raja, auf jeden Fall Uafnir, also zumindest wenn ich es mitnehmen würde natürlich, auf jeden Fall Milotic, auf jeden Fall Pampros. Das sind so die vier, die ich bisher von den genannten definitiv sehe, die definitiv Probleme machen können, aber Snibuna selbstverständlich auch. Snibuna kann immer mitkommen und kann auch gegen uns sehr viel Druck machen. Ja, aber damit noch nicht genug. Es geht weiter im B-Tier. Pampros kann natürlich Tarnsteine legen, hat Zähigkeit, kann damit auf Body Press auch zurückgreifen. Das heißt, die Verteidigung wird immer höher und damit wird Body Press immer stärker. Ja, hat Zugriff auf Erdbeben, kann uns rausbrüllen, wenn wir uns setupen wollen. Auch ein sehr nerviges Teil. Und natürlich auch, wie alle Pokémon, bis zu Gen 7 Zugriff auf Toxin. Was für Gen 8 Pokémon nicht gilt. Die haben in den meisten Fällen keinen Zugriff auf Toxin. Ja, jetzt geht's weiter mit Fuyal. Und Fuyal ist ein ziemliches Allrounder-Pokémon, würde ich sagen, weil es sowohl speziell als auch physisch ganz gut tanken kann und gleichzeitig aber auch richtig hart austeilen kann auf der physischen Seite. Es hat die Kehrtwende, es hat den Turbodreher, es hat gute Coverage mit starken Moves wie Blattgeißel, Turmkick und so weiter und so fort. Es ist immun gegen Prio-Attacken mit der Fähigkeit Majestät, hat die Möglichkeit, sich hochzuheilen mit Synthese. Ja, also quasi all das, was du so haben willst, in einem B-Tiermon vereint. Das ist nicht schlecht und Fuyal meiner Meinung nach wahrscheinlich eines der besten B-Pokémon und eines der besten Pflanzen-Pokémon, die so im Draft zur Verfügung standen. Meiner Meinung nach zumindest. Sehr, sehr starkes Mon, sehr, sehr angsteinflößendes Mon. Das Gleiche oder Ähnliches kann man zumindest von Raichu sagen, zumindest was das Thema angsteinflößend eingeht, denn Raichu hat einen sehr breiten Movepool, auf den er zurückgreifen kann, mit den Elektroattacken, gerade auch mit dem Voltwechsel und da es sehr schnell ist, wird es auch nicht leicht sein, das zu erwischen, weil es mit dem Voltwechsel dann einfach rausgehen kann und gleichzeitig nochmal guten Stab-Schaden rausballert. Mit den Psycho-Attacken gilt natürlich genau das Gleiche und dann hat es eben aber auch noch Zugriff auf Surfer, auf Strauchler, auf Fokusstoß und so weiter und so fort. Kann sich theoretisch auch setupen mit Gedankengut im Elektrofeld, falls er das irgendwie rausbekommen sollte. Ich glaube, Alola Raichu selbst kann es auf jeden Fall legen. Dann ist er einfach auf plus 2 in der Initiative und da er ohnehin schon super schnell ist, wird er alles outspeeden, auch einen Wahlschall-User auf unserer Seite. Ja, sehr gefährlich. Galoppa im C-Tier ist jetzt eher nicht so gefährlich in den meisten Fällen. Feuer-Pokémon können für uns aber durchaus problematisch werden, weil unsere Defensive beispielsweise bestehend aus Marithelit oder aus Stalos oder auch vielleicht aus Kotomi, die freuen sich jetzt nicht so mega über Feuer-Pokémon und gerade wenn wir dann die Dürre rausholen sollten, die Sonne rausholen sollten, dann kann Galoppa ganz schnell ganz gefährlich werden und mit Bodenattacken trifft es dann auch sowas wie Humanolith zum Beispiel oder Vulnona und Libalo. Ist nicht ungefährlich, eher so ein Nischen-Pokémon, ob das mitkommen wird, weiß ich nicht. Wenn es mitkommt, habe ich auf jeden Fall
gut Respekt davor. Ja, Alpollo ist, glaube ich, so das Pokémon, auf das ich mich mit am wenigsten vorbereitet habe, zusammen mit Geotesto. Die sehe ich eher weniger. Alpollo, klar, ne, kann austeilen, ist relativ schnell, hat einen relativ guten Spezialangriff, aber ist halt dünn wie Brot. Und ob du das mit Evolit spielen willst, weiß ich nicht. Kann sich lohnen, damit du ein, zwei Hits überlebst, aber... ja, es ist halt trotz allem dann immer noch nicht bulky, hat sehr wenig KP und deswegen wirst du es vielleicht eher sogar offensiv spielen mit Lebenorb oder Wahlglas oder sowas. Müssen wir auf jeden Fall auf dem Schirm haben, aber sehe ich nicht als riesige Gefahr an. Das gleiche gilt für Geotesto, ist super bulky, kann austeilen, wenn es möchte, kann sich setupen, kann dies, kann jenes machen, hat eine ganz okaye Coverage, glaube ich. Aber habe ich mich nicht großartig mit beschäftigt. Ich hoffe, dass das nicht zurückfällt auf uns, dass wir so ein paar Pokémon außen vor gelassen haben. Aber wie gesagt, ich sehe vor allem Patinaraja, Uafnir, Milotic, Pampros, Fuyal und ja, Snibuna, Raichu, Galoppa, die könnten auf jeden Fall auch mitkommen. Sind gute Möglichkeiten, um dieses Fünfer-Team zu ergänzen. Okay, lang genug gelabert über das Team des Gegners. Jetzt muss es langsam mal Handfestes geben und damit gehen wir rüber zum Teambuilding von uns. Ja, die allererste Sache, die ich mir gedacht habe oder die ich mir überlegt habe, welches Pokémon kann denn richtig Druck aufbauen? Weil ich will hier mal schön offensiv rangehen. Was ist das Pokémon, was sein Team richtig unter Druck setzt? Und wir springen vielleicht nochmal zurück. Gucken wir uns doch einfach mal Lectragon an. Und gucken mal, wie viel so ein Schockschnabel macht auf die einzelnen Mons. Patinaraja wird tatsächlich potenziell gewone-shottet. Wenn er in der Giga Dynamax ist, natürlich nicht, dann hat er viel zu viele KP, aber ansonsten schon. Das gleiche gilt für Snibuna, das gleiche gilt oder kann gelten für Smogmog, je nachdem wie er investiert ist und ob er, das ist natürlich noch wichtig, Reaktionsgas hat. Reaktionsgas, sehr interessante Fähigkeit, weil sie die Fähigkeit des Gegners einfach wegnimmt. Das heißt, ein Stalos hat dann zum Beispiel keine Robustheit mehr oder unser Strepoli hat kein Adrenalin mehr oder wir haben keinen Übereifer mehr mit unserem guten alten Schockschnabel an. Aber insgesamt macht er trotzdem dann sehr, sehr guten Damage dagegen. Uafnir kann Elektro ebenfalls nicht resisten und kann zusätzlich auch den Drachenstab jetzt nicht so gut vertragen. Milotic wird von der Elektroattacke sehr hart getroffen. Fruyal wird von einem Wutanfall gut getroffen. Raichu wird von beiden gut getroffen. Auch wenn der Elektro resistet, macht der Wutanfall, macht der Schockschnabel trotzdem guten Schaden. Sollten wir outspeeden. Und wir haben Möglichkeiten damit. Wir haben Zugriff auf Rückenwind, Bizarraum, Klebenetz, Walschal. Also verschiedene Möglichkeiten, um die Initiative zu erhöhen. Galoppa, Alpollo und auch Geotesto können diesen Schockstapel ebenfalls nicht abfangen. Lediglich Pampros steht da. Und witzigerweise, Pampros kriegt einen Walband-Wutanfall nicht gehandelt. Nope. Problem an einem Walband-Set von unserem Lectragon ist aber nur, dass wir dann nicht so schnell sind und von vielen Pokémon outspeedet werden, zum Beispiel von Uafnir. Und Uafnir ist eines der größten Problem-Pokémon. Ich habe schon gesagt, wir haben keinen richtig guten Switch in da rein, wenn überhaupt. Und deswegen würde ich das ganz gerne schon unter Druck setzen wollen, mit unserer reinen Präsenz von Lectragon. Und deswegen habe ich mich entschieden für ein Wahl-Schal-Set. So, und bevor wir jetzt auf das Set eingehen, kurz die Grafik für euch erklärt. Ihr seht dort an der Seite logischerweise die Attacken und so weiter und so fort. Das ist, denke ich, alles nachvollziehbar. Links unter dem Namen seht ihr eben die Fähigkeit und dann das Item. Dieses Kästchen, ne, mit diesen blauen Pfeilen quasi, mit diesen blauen Balken, die da zum Angriff oder zur Initiative führen, die zeigen an, wie unser EV-Investment ungefähr ist. Das genaue EV-Investment seht ihr unten in diesem weißen Balken. Da steht EV-Verteilung, Doppelpunkt und dann eben, wie wir die EVs hier verteilt haben. Und die Werte, die ihr um diesen Kasten, um dieses Sechseck drumherum seht, das sind die totalen Werte. Also wir haben auf Level 50 173 KP, 152 Angriff, 111 Verteidigung, 130 Initiative. Und der rote Wert ist der, den wir, kennt ihr wahrscheinlich auch aus den Ingame, aus dem Ingame-Bericht. Der rote Wert ist den wir stärken und der blaue Wert ist der, den wir schwächen. Das heißt, das Wesen könnt ihr daran auch sehen. Plus Init, minus Spezialangriff. Dann habt ihr das alles hier in einer Übersicht vereint. Da, wie gesagt, nochmal Dankeschön an Blocky für das zur Verfügung stellen dieser Grafik. So, kommen wir jetzt aber zum Lectragon-Set. Ich habe mich, wie gesagt, für ein Walschal-Set entschieden, weil wir damit, ne, wir sind auf 130 Init, wir spielen hier 188 Init Investment.
kommen wir auf eine Initiative von 130 mit dem Wahlschall auf 195. Und das, wenn wir uns unten die Liste angucken, outspeeden wir damit alles. Alles außer andere Wahlschall-User logischerweise. Ja, und damit ist unser Schockschnabel, trifft unser Schockschnabel einfach alles vorher. Das heißt, die Stärke von Schockschnabel wird verdoppelt. Und dann mit Übereifer macht das eine ganze Menge Schaden. Und wir können sehr viele Monster damit one-shotten. Natürlich, Chip ist hier und da ganz gut, also vereinzelte Mons können wir eben nicht unbedingt one-shotten, aber Fun Fact, obwohl wir ein Wahlschall-Set spielen, können wir ein physisch-defensives Milotic mit Heist Orb potenziell one-shotten. Ich bin mir nicht ganz sicher, habe ich mir den Kalk hier irgendwo notiert, weil wir ja nur Wahlschall spielen und nicht Wahlband, aber genau, doch, wir töten hundertprozentig dieses Milotic. Es macht Minimum 100%. Und maximal 118%, wenn es komplett physisch-defensiv ist. Also Milotic, gar kein Problem für Lectragon. Das größte Problem ist eben Pampros. Und deswegen muss Pampros weg, bevor wir mit Lectragon irgendwas machen können. Denn der Wudanfall macht zwar okayen Schaden gegen Pampros beim ersten Mal, aber sobald wir Pampros treffen, triggert Zähigkeit und die Verteidigung wird um eine Stufe erhöht. Mit Wahlband wäre das kein Problem gewesen. Mit Wahlschall haben wir allerdings ein kleines Problem. Denn wir machen mit dem ersten Hit gegen Pampros, ah genau, da habe ich's, machen wir 45-53%, was auf jeden Fall guter Schaden ist, aber dann mit dem zweiten Hit machen wir eben weniger, das heißt ein Full-Life-Pampros können wir nicht rausnehmen. Wenn Pampros aber ungefähr bei 75% ist, dann sollten wir es mit einem doppelten Wutanfall, also Wutanfall müssen wir dann mindestens zweimal einsetzen, wenn wir Pech haben dreimal, ja, können wir das mit zwei Attacken rausnehmen. Problem ist natürlich der Übereifer, dadurch sind unsere Attacken stärker, aber auch ungenauer. Das heißt, Wutanfall, Schockschnabel, beides nur eine Genauigkeit von 80%, ist also immer ein Risiko von einer von einem Steinkantenmiss quasi, dass unsere Attacken daneben gehen. Wir haben jetzt noch zwei andere Attacken, die quasi nur so als Ergänzung mit dabei sind, die wir aber sehr, sehr, sehr wahrscheinlich nicht brauchen werden. Das ist einmal die Drachenklaue und einmal die Fassade. Die Drachenklaue nur dann, falls wir den Drachenmove brauchen, aber uns nicht auf Wutanfall locken wollen. Das Schöne an seinem Team ist, er hat keine Fee. Egal, also okay, er hat keine Fee, dachte ich, sagen wir so. Er hat Gala Smogmog, aber ich habe, wie gesagt, im Teambuilding die ganze Zeit gedacht, er hat normales Smogmog und deswegen bin ich hier sehr selbstbewusst mit einem Wudanfall-Set reingegangen. Er hat keine Fee in meinem Kopf in der Vergangenheit, okay? Aber ich rechne halt nicht wirklich mit Gala Smogmog, dass es mitkommen wird. Ich sehe dafür, ehrlich gesagt, nicht wirklich ein Anwendungsgebiet. Aber ja, ne, dann können wir quasi free auf Wudanfall drücken. Ansonsten müssen wir natürlich auch erstmal Smogmog aus dem Weg räumen, was uns in Return aber auch nicht super viel machen kann. Es gibt aber ein paar Momente, wo wir eventuell geburnt werden könnten. Das ist einmal, natürlich sind es die Feuerattacken von Galoppa. Galoppa kann aber auch den Flammenkörper haben. Das heißt, wenn wir da Kontakt herstellen, können wir ganz schnell geburnt sein. Milotic natürlich mit Siedewasser. Smogmog mit Irrlicht. Das sind auf jeden Fall, oder auch Alpollo mit Irrlicht. Das sind Möglichkeiten, wo wir uns dann eben eine Verbrennung einziehen können oder herziehen können. Wie sagt man? Keine Ahnung. I don't know. Ja, und dann haben wir ein kleines Problemchen, weil Lectragon ist, sag ich mal, so das Pokémon, womit wir das gegnerische Team besiegen wollen. Und wenn das geburnt ist, kann das nicht mehr viel machen. Aber um das so ein bisschen zu kompensieren, spiele ich hier die Fassade drauf, denn wenn wir geburnt sind, macht Fassade ja doppelten Schaden und er ignoriert den Burn dann quasi zusätzlich noch. Von daher, das wäre fein, dann machen wir immer noch ein bisschen Schaden zusammen mit dem Übereifer. Nicht so krass viel gegen viele Mons, aber ist immer noch ganz okay. Und zum Beispiel gegen Milotic können wir immer noch Schockschnabel drücken, auch wenn wir geburnt sind, weil wir eben so enorm viel Damage damit raushauen können. Ja. Zum Investment muss ich, glaube ich, nicht viel sagen. Ne, 188 Init, um auf 130 zu kommen. 60 KP bleiben dann eben übrig, weil wir Angriff natürlich alles voll machen, was dann noch geht. Ja, und dann bleiben noch 4 Punkte für Verteidigung und Spezialverteidigung über, damit wir eben auch ungerade KP haben, weil ungerade KP sind immer die besseren KP. Das zum ersten Mon, das ist quasi das, worauf alles so ein bisschen aufbaut. Und jetzt kommen wir zum zweiten Pokémon. Und hier wollte ich dann anfangen, langsam in die Defensive zu gehen. Und ich kann schon mal sagen, dass das Team relativ defensiv, abgesehen von Lectragon, geworden ist. Aber ja, ich wollte jetzt nach und nach eben gucken, wie kriege ich die einzelnen gegnerischen Pokémon gecheckt. Und es gibt ein Pokémon, dem natürlich besondere Aufmerksamkeit gilt,
weil es das Giga-Pokémon ist, und zwar Giga-Patina Raja. Ja, und da bin ich eben durchgegangen, okay, was haben wir für Möglichkeiten? Wir haben die Möglichkeit, Vulnona mit Feuerfänger zu spielen, um den Brandstempel abzufangen, beziehungsweise den Giga-Brandstempel. Wir haben die Möglichkeit, mit Rotom den Boden- und den Stahl-Move abzufangen und eventuell den Kampf-Move. Das heißt, Rotom auch nicht so schlecht. Wir haben die Möglichkeit, mit Martellit auch wieder den Boden-Move abzufangen oder auch die Blattgeißel, den Pflanzen-Move, der da kommen könnte. Und so weiter und so fort. Auch mit Primarillen können wir dies machen, auch mit Kotomi können wir jenes machen, auch mit Stalos können wir das machen. Aber alle, wenn er richtig predicted, kann er alle hart treffen. Ein Vulnona will nicht den Boden-Move abbekommen. Ein Rotom will nicht unbedingt den Pflanzen- oder Feen- oder was auch immer-Move abbekommen. Ich glaube, Unlicht kann es theoretisch auch irgendwas. Weiß nicht was, aber irgendwas wird es schon können. Martellit will nicht den Feuer-Move abbekommen. Humanoid will nicht den Boden-Move abbekommen. Oder den Stahl-Move natürlich. Primarine will auch eher weniger Stahl oder Pflanze abbekommen. Und so weiter und so fort. Also jedes wird hart getroffen. Außer ein Pokémon. Und das kontert Patina Raja komplett. Und das ist unser C-Pokémon, Strepoli. Wir spielen Strepoli mit dem Evolid logischerweise und komplett physisch defensiv. Und wir haben dann, jetzt passt mal auf, ohne Evolid 192 KP und 150 Verteidigung. Das ist mehr, als viele unserer voll entwickelten Mons erreichen können. Und dann kommt der Evolid obendrauf. Das heißt, wir haben 192 KP und 225 Verteidigung quasi. Und damit kommen wir in jeden Move von Giga Patina Raja gut rein. Kritisch wird es gegen den Giga Feen oder gegen den Deiner Feen Move. Denn der ist dann auch Stärke 130 und sehr effektiv. Und der macht dann gegen uns 45-54%. Und das ist schon eine Menge Schaden. Weil wenn der die Hyrule trifft, also sagen wir 54%, dann killt halt der nächste Giga-Knuddler. Könnte man denken. Aber wir haben ja die Möglichkeit, auf Protzer zu gehen. Und wenn wir Protzer drücken, überleben wir den nächsten Move. Und dann haben wir auch noch die Möglichkeit, Ableithieb zu drücken. Und Strepoli ist tatsächlich schneller als Giga-Patina Raja. Das bedeutet, wir können uns vor dem zweiten Angriff protzen, überleben dann jeden Move easy. Und können dann auf plus 1, sind wir ja dann auch im Angriff, auf einen sehr effektiven Ableithieb gehen gegen ein Pokémon, das nicht die beste Verteidigung hat, aber super viele KP. Und im Klartext bedeutet das, dass wir durch einen Dynamax-Knuddler, wenn wir auf plus 1 in der Verteidigung sind, bekommen wir 30-36% Schaden. 30-36, also ungefähr ein Drittel unserer KP werden abgezogen. Während wir mit einem Ableitieb auf plus 1 gegen Patina Raja 79-93% von ihm machen. Wenn er in der Giga Dynamax gerade ist, dann machen wir natürlich nur die Hälfte davon, sprich 34-46% ungefähr von seinen KP. Und das entspricht 47-55% von unseren. Also nochmal kurz zusammengefasst: Wir bekommen 33% Schaden. Machen aber 50% holen wir uns durch den Ableitieb zurück. Das heißt, wir können uns easy gegenheilen, selbst gegen den sehr effektiven 130er Move. Bedeutet, Strepoli kontert Patina Raja komplett mit Protzer Ableitieb. Easy, das war's. Mehr brauchen wir gegen Giga Patina Raja nicht. Thema ist abgehakt. Solange wir Strepoli fit lassen oder fit behalten, es darf ein bisschen angeknackst sein, aber nicht sehr, kriegen wir Giga Patina Raja easy gehandelt. Wir haben jetzt noch zwei weitere Moves mit dabei, und zwar den Ice Heap und den Tempo Heap. Ice Heap, also Tempo Heap brauchen wir erstmal, um ein paar Pokémon noch gut zu treffen, weil eine Prio-Attacke ist nie schlecht, und gegen Snibuna ist eine Prio-Attacke, die doppelt sehr effektiv trifft, überhaupt nicht schlecht, sondern die ist sehr, sehr erwünscht. Deswegen ist der Tempo-Heap dafür da, aber wir können zum Beispiel auch einen Galoppa nochmal touchen oder auch einem Alola Raichu oder einem Uafnir minimalen Chip-Damage drücken. Die resisten das zwar, aber die sind jetzt auch nicht super bulky im Normalfall, und da nochmal ein bisschen Schaden drauf zu bekommen, ist ganz gut. Ja, und dann brauchte ich noch einen Coverage-Move, weil wir sowas wie Uafnir, wie Raichu, wie Alpollo und wie Smogmog nicht treffen. Und da
habe ich mich erst für den Abschlag entschieden, weil der natürlich ganz nice ist, weil wir damit Items abschlagen können und das hilft uns natürlich sehr, wenn da irgendwo ein Wahlschall weg ist oder ein Lebenorb weg ist oder ein Evolid oder was auch immer, hilft uns. Aber ich habe mich doch für den Ice Sweep entschieden und zwar, weil Uafnir, wie gesagt, ein großes Problem für unser Team ist und Uafnir könnte easy peasy gegen uns reinwechseln. Gar kein Problem. In eine Kampfattacke, die resistet er, auch wenn wir auf plus 2, plus 3, plus 4 sind, resistet er diese Kampfattacke und wird die überleben, weil wir kein offensives Investment haben. Trotzdem ist unser Angriff übrigens ganz nett, dafür, dass wir keinerlei Investment spielen. Ja, und dann kann der halt einen Orkano auf uns raufzimmern oder einen Luftschnitt und wir haben keine spezielle Defensive. Also mit dem Evolid sind wir auch wieder auf über 100, was den Wert angeht, also auch okay, aber so ein Stab, sehr effektiver Move, der tut dann eben schon mal weh. Und das dürfen wir nicht zulassen. Und wenn wir ihm den Ice Heap zeigen oder den Switch sogar predikten und den Ice Heap dagegen einsetzen, dann überlegt er sich sehr, sehr, sehr sorgfältig, ob er da reinwechseln will, weil ein Ice Heap, vierfach sehr effektiv, der macht eine Menge Schaden. Also wechselt er vielleicht nicht rein oder wir erwischen ihn kalt und Uafnir, das Problem-Pokémon schlechthin, ist weg. Wäre super. Außerdem trifft Ice Heap eben Alola Raichu und Alpollo, die eh keine gute physische Verteidigung haben, neutral und gegen Smogmog ist es okay. Smogmog, wie gesagt, rechne ich nicht mit, dass es mitkommen wird, aber wenn es kommt, treffen wir es damit okay. So, wir können auch in andere Pokémon rausgehen, Smogmog ist jetzt nicht der, der mega Druck macht, da können wir uns schon durchaus erlauben zu switchen. Ja, kurz noch zur Fähigkeit. Ich sehe gerade, dass da das falsche Item angezeigt wird. Ist natürlich der Evolid, nicht der Wahlschall, sondern der Evolid. Gibt es dazu sonst noch irgendwas zu sagen? Ich glaube, ja, doch, natürlich, selbstverständlich. Denn Schrepoli ist unsere physische Wall. Da kommt so leicht nichts dran vorbei. Und das ist natürlich vor allem gegen Giga Patinaraja. Aber das ist auch gut gegen alle anderen physischen Angreifer. Wir können das genauso gegen Pampros benutzen. Klar, wir müssen uns da erstmal eine Weile setupen, um da überhaupt sowas wie Schaden zu machen. Gegen Giotesto, gegen Fuyal, gegen Galoppa und auch gegen Sneebuna. Und das ist natürlich sehr wichtig, dass wir Sneebuna irgendwie checken können. Den Unlicht-Move resisten wir. Wäre nicht so geil, ehrlich gesagt, wenn er uns unser Item wegnimmt. Aber selbst wenn er das tut, macht er uns mit einem Eiszapfhagel oder mit einer Psychoklinge, was glaube ich sein stärkster Move gegen uns wäre, nicht super viel Schaden. Also wir können das dann immer noch aushalten und er wird uns nicht finishen können. Wir können ihn mit einem Ableithieb finishen oder können eben sogar auf die Prio-Attacke gehen. Das heißt, dass es zu diesem Matchup kommt, dass Sneebuna überhaupt drin bleibt, sehr unwahrscheinlich, dass wir einen Angriff damit abfangen müssen mit unserem Schrepoli. Das kann auf jeden Fall passieren. Aber wir bekommen durch einen Eiszapfhagel von einem Sneebuna 25-30%. Also ein Viertel bis ein bisschen mehr. Sollte handelbar sein. Und selbst wenn wir den Evolid verlieren, bekommen wir 37-45%. Und mit der Psychoklinge macht er maximal 50%. Maximal. Also da braucht er zweimal die High Roll, um uns von vollen KP runterzubekommen. Wäre nicht so geil, wenn wir den Evolid verlieren, aber immer noch brauchbar, dieses Strepoli. Ja, weiter geht's mit dem dritten Pokémon. Wir haben jetzt schon mal etwas gegen die physischen Angreifer. Und jetzt gibt es aber noch ein weiteres Problem erst einmal, was mit Patinaraja einherkommt, und zwar die Hazards. Ne? Der legt jetzt Stahlsplitter dahin. Außerdem können natürlich auch mit Pampros die Tarnsteine kommen, mit Smogmog die Giftspitzen und so weiter und so fort. Ja, und diese Hazards wollen wir eigentlich nicht haben. Das heißt, wir brauchen einen Spinner oder einen Defogger oder einen Seitenwechsler. Und deswegen ist Libalo mit dabei, mit den Plateauschuhen. Ich habe viel rumexperimentiert, was Libalo angeht, habe mich dann aber dafür entschieden, doch ein relativ standardmäßiges Set zu fahren, und zwar einfach mit den Plateauschuhen. Das heißt, wir können ohne Probleme in die Hazards reinkommen. Egal was da ist, wir werden nicht vergiftet, wir bekommen keine 25% durch Tarnsteine, wir bekommen auch keinen Schaden durch die Stahlsplitter und können dann mit Seitenwechsel all diese Hazards rüberschieben auf die gegnerische Seite. Und ja, die Stahlsplitter machen gegen Sneebuna zum Beispiel schon mal ganz netten Damage. Wenn dann noch Tarnsteine liegen, verliert Sneebuna direkt 50%. Wäre halt super, super geil. Ja, wir spielen hier ein Investment von 188 Initiative-Punkten. Witzigerweise genau das gleiche Investment wie bei Electragon. Damit sind wir auf einer Initiative von 179 und outspeeden Alola Raichu. Das ist das Pokémon, was wir outspeeden können, so oder so.
Und ohne Wahlschal kommen wir sowieso nicht über Oafnir und über Snibuna. Und wenn er das nicht zulassen will, dass wir ihn outspeeden, dann schaffen wir das auch nicht. Von daher speedcreepen wir auf Alola Raichu. Ja, der Rest geht dann natürlich logischerweise in den Angriff und 60 Punkte wieder in die KP, 4 Punkte in die Verteidigung, 4 Punkte in die Spezialverteidigung. Ihr kennt das ganze Prozedere ja. Ja, wir haben jetzt hier einmal den Feuerball natürlich als super, super, super starken Stab mit Stärke 120. Ballert der ordentlich rein. Der hat keine negativen Effekte für uns. Nicht so wie der Flammenblitz, der uns nochmal ordentlich Rückstoß gibt. Nö, der ist einfach so, wie er ist. Außer, dass er nur 90% Genauigkeit hat, was aber okay ist, okay? Da treffen 9 von 10 Feuerbälle. Das ist okay. Die Chance zu missen ist nicht so groß. Aber wird natürlich trotzdem jedes Mal so ein kleines Zittern werden. Ja, und der Feuerball ist gegen das Team des Gegners eigentlich ganz gut. Wir treffen lediglich Oafnir, Galoppa, Milotic und ja, das war's auch schon. Die drei eben nicht. Galoppa kann das, Galoppa und Oafnir sind jetzt nicht super bulky, denen wird das trotzdem Schaden machen. Galoppa kann es aber immunisieren, wenn er den Feuerfänger spielen sollte. Wäre eine Option für ihn, wenn er Angst vor dem Pyroball hat. Sollte aber gehen. Milotic juckt dieser Pyroball aber überhaupt nicht. Also wenn der Heißop defensiv ist, macht der Pyroball nichts. Und da können wir auch Walbahn spielen, da können wir auch dreimal Walbahn spielen. Das juckt Milotic sehr wenig. Und deswegen haben wir die Kehrtwende mit dabei. Denn ja, solange Milotic da ist, wird Milotic reinkommen. Wir gehen auf die Kehrtwende und bringen dann zum Beispiel wieder Elektragon in Position. Zumindest dann, wenn Pampros weg ist. Ansonsten müssen wir gucken, ob es da vielleicht eine andere, sinnvollere Möglichkeit gibt. Aber ansonsten Elektragon reinbringen, Druck machen. Er muss quasi rauswechseln mit seinem Milotic. Und dann wird halt Pampros kommen. Und dann können wir wiederum auf den Pampros einen Double ziehen quasi. Und auch wieder wechseln. Wäre die Möglichkeit. Ja, deswegen Kehrtwende musste auf jeden Fall mit drauf. Feuerball musste auf jeden Fall mit drauf. Seitenwechsel musste mit drauf. Und der vierte Move war dann relativ free. Man hätte Protzer spielen können, wäre eine Möglichkeit gewesen, um sich ein bisschen zu setupen. Tiefschlag als Prio wäre eine okaye Möglichkeit gewesen. Ich habe mich aber dazu entschieden, den Turmkick zu wählen. Denn wenn wir in der Lage sind, also wenn Milotic zum Beispiel schon sehr angedamaged ist, irgendwie so bei 40-50% oder so, dann können wir auch einfach mal auf den Turmkick drücken und nochmal auf den Turmkick. Und dann sollte das Milotic vielleicht auch erledigen. Ist auf jeden Fall unser bester offensiver Move, den wir gegen Milotic haben. Trifft auch andere Pokémon ganz okay. Aber in 95% der Fälle werden wir diesen Move wahrscheinlich nicht brauchen. Ja, das ansonsten schon zu Libalo. Wird sehr wichtig sein, um die Hazards unter Kontrolle zu halten. Wir werden auch selbst keine eigenen Hazards mitnehmen, weil ansonsten würden wir die switchen, wenn wir selbst Hazards legen und er Hazards legt, dann tauschen die ja einfach nur die Seite. Ich will eigentlich schon, dass all die Hazards, die er legt, wieder auf seine Seite kommen. Das wird mir auf jeden Fall sehr gefallen. Jetzt kommen wir zum interessantesten Set dieses Teambuildings. Und ich weiß, es ist wieder sehr lang geworden bis hierhin und ich schweife immer ein wenig aus, aber ich hoffe, dass ihr das so ein bisschen als Podcast vielleicht auch genießen könnt. Jetzt kommt das Highlight dieses Teams und dieses Highlight kann super geil werden. Es kann aber auch floppen des Todes, wie es quasi immer so bei nischigen Sets ist. Du weißt nie, ob es funktioniert oder ob es nicht funktioniert. Grundsätzlich ist es aber wahrscheinlich ein Set, wie ihr es noch nie gesehen habt. Zumindest nicht auf Vulnona. Und es ist Vulnona. Warum kommt Vulnona jetzt mit? Naja, ich habe schon erwähnt, dass wir gegen Oafnir nicht sonderlich viel haben. Also habe ich geguckt, was ist der beste Switchen in ein Oafnir? Gut, Stalos resistet beide Stabs. Ne, das ist okay, das ist ganz cool. Aber das hat auch Zugriff auf Flammenwurf. Und wenn das Wahlglas ist, wie gesagt, tut der Flammenwurf weh. Ziemlich weh sogar. Und Stalos kann jetzt auch nicht mega hart zurückschlagen und hat keine Recovery, um irgendwie wieder zurückzukommen ins Leben. Ist schwierig. Außerdem, wenn wir mit Stalos dann drin sind, dann geht Oafnir einfach raus wieder in Milotic und wir müssen Double ziehen. Problematisch. So. Über Primarine können wir dann noch sprechen, weil Primarine eine gute spezielle Verteidigung hat und so weiter und so fort. Aber wenn wir es komplett speziell defensiv spielen, kann uns ein Wahlglas Orkan immer noch two-shotten. Das heißt, Two-Shotten ist immer ganz schlecht, weil wenn da so ein Orkan kommt, müssen wir reinwechseln mit Primarine, bekommen Damage und er kann danach, weil er schneller ist, den nächsten Orkan hinterherhauen und wenn er beide trifft, und es ist eine Chance von 70%, er kann missen, aber es ist wahrscheinlicher, dass er trifft und dann war es das mit Primarine und das wäre sehr, sehr schade. Über Humanoid brauchen wir nicht sprechen, hat keine gute spezielle Defensive, Drache immunisiert der auch nicht oder sowas oder resistet der auch nicht. Problematisch. Gleiches gilt für Lectragon, für Marithelit. Rotom, die nächste Option, resistet zumindest Flug, aber nicht gut gegen Drache.
Amigento ist okay. Vulnona ist okay, resistet aber keinen der Moves. Aber Vulnona ist eine Option. Und zwar die beste Option, die wir haben. Aber warum? Ein Wahlglas Draco Meteor macht gegen ein Vulnona, was komplett speziell defensiv investiert ist. Und das wird unser Vulnona sein. Lass mich kurz nachgucken, damit ich keinen Scheiß erzähle. 55-65%. Das ist eine Menge. Und wäre im Normalfall ein Two-Shot, aber bei einem Draco ist es ja so, dass du dann auf minus 2 droppst. Das heißt, der nächste Draco macht dann nur noch die Hälfte des Schadens. Und das reicht nicht aus, Vulnona rauszunehmen. Selbst wenn er zweimal die Max-Roll bekommt, reicht das nicht aus. Und wir werden zusätzlich noch die Überreste spielen, um dieses Risiko komplett auszumerzen. Der Orkan ist ein wenig schwächer, aber er bekommt den Drop nicht. Der Orkan macht gegen uns 47-55%. Wir sollten den also im Normalfall mit den Überresten gut überleben können, aber es wird sehr, sehr kritisch werden. Aber der Orkan ist ungenau mit einer 70er Genauigkeit. In der Sonne, und die hat Vulnona nun mal inklusive, misst der Orkan aber zu einer Chance von 50%. Orkan wird also ungenauer. Bedeutet, ein speziell defensives Vulnona für uns ist die Möglichkeit, zwei Dracos zu überleben. Wird schwierig, zwei Orkane zu überleben, aber es ist möglich. Aber die Chance, dass ein Orkan davon misst, liegt bei 50%. Also, dass jeder Orkan, also dass ein Orkan trifft, 50%. Dass der nächste Orkan trifft, 50%. Im Durchschnitt bedeutet das, ein Orkan trifft, einer nicht. Wie es dann in der Realität aussieht, werden wir sehen. Aber es ist unsere beste Möglichkeit, dieses Uafnir irgendwie abzuwehren. Und den Flammenwurf, den es als Coverage dabei haben wird gegen Stalos, den resisten wir. Klar, wir boosten den auch durch die Sonne, aber wir resisten den. Der macht keinen Schaden, das ist auch kein Stab. Das heißt, Vulnona ist unsere beste Option. Jetzt ist nur folgendes Problem. Das gleiche wie bei Stalos, was ja auch die Stabs ganz gut resisten kann. Wir schicken das rein. Und noch offensichtlicher, also genau wie bei Vulnona, als auch bei Stalos existiert eine Wasserschwäche. Das bulkigste Pokémon in seinem Team ist ein Wasser-Pokémon. Er wird dann definitiv rausgehen in Milotic. Und dann sitzen wir da wieder mit Vulnona und entweder, ne, dann wäre es eine 50-50. Gehen wir raus, weil wir Milotic predikten. Und was dann, wenn er drin bleibt und einfach wieder Orkan drückt oder Draco oder was auch immer? Was dann? Dann feuern wieder irgendein Pokémon rein. Oder bleiben wir drin? Dann kann aber Milotic kommen und wir verlieren Momentum. Wäre auch nicht so geil. Dann kann er auf Toxin drücken, kann sich wieder hochheilen, falls er vorher angeschwächt wäre. Ungünstig. Aber was ist, wenn ich euch sage, dass ein komplett speziell defensives Vulnona die Möglichkeit hat, gegen Milotic anzukommen? Und zwar mit diesem Set. Feuerwirbel, Delegator, Zugabe, Leitteiler. Es wird schwierig, damit gegen Milotic zu gewinnen, aber es ist möglich. Und zwar können wir, wenn wir in Uafnir reinkommen, mit Vulnona auf den Delegator gehen. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass Uafnir dagegen rausgehen wird. Wenn er sieht, okay, Orkan hat nicht so viel Schaden gemacht, warum sollte er dann drin bleiben und weiter Damage machen? Er riskiert nur irgendwie Toxin zu bekommen oder dies, das, jenes. Er wird wahrscheinlich dann rausgehen, gerade nach dem Draco, wenn er auf minus 2 ist. Und er hat eben mit Milotic den perfekten Switch-In. Selbst wenn wir vollkommen speziell offensiv werden mit einem Solarstrahl, machen wir Milotic nicht sonderlich viel Schaden. Das heißt, er kann free in Milotic gehen. Wir gehen auf den Delegator. Und in der Sonne reicht das Siedewasser von einem Milotic nicht, um den Delegator zu brechen. Das heißt, wir sind dann hinter dem Delegator. Im Optimalfall weiß er nicht, dass wir speziell defensiv komplett sind und weiß nicht, dass er den Delegator nicht brechen wird. Geht für Siedewasser und selbst wenn er nicht für Siedewasser geht, dann behalten wir halt unseren Delegator. Also er muss eigentlich für Siedewasser irgendwann gehen, um diesen Delegator zu brechen. In dem Moment, wo er Siedewasser drückt, können wir dann danach, also ne, er drückt dann auf Siedewasser, wir drücken dann auf Feuerwirbel. Wir machen keinen Schaden damit. Nichts. Niente. Er bricht aber auch unseren Delegator nicht. Feuerwirbel macht jetzt aber jede Runde konstanten Schaden und hat zusätzlich den Nebeneffekt, dass er nicht rauswechseln kann. Bedeutet, Milotic ist getrappt. Das Problem ist jetzt,
Melodik drückt dann Siedewasser, 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 heilt sich dann hoch mit Genesung, Siedewasser, 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 heilt sich hoch mit Genesung, irgendwann ist der Feuerwirbel vorbei und dann kann Melodik rausgehen. Und dafür ist dann Zugabe da, denn Melodik wird Siedewasser drücken, um unseren Delegator zu brechen, wir gehen auf Feuerwirbel. Dann sind wir im Normalfall schneller, wenn ihr kein Init-Investment spielt, ist Vulnona nun mal schneller und drücken Zugabe. Das heißt, er muss auf Siedewasser bleiben. Dann zerstört er unseren Delegator in der Runde. Er bekommt dann Feuerwirbelschaden, dann gehen wir wieder auf den Delegator, er muss wieder auf Siedewasser gehen, Delegator überlebt das wieder, er bekommt wieder Feuerwirbelschaden. Im Optimalfall hat er noch Heiß Orb, das heißt, der Burn triggert dann auch noch immer weiter runter. Und ja, dann können wir so Milotic langsam aber sicher runter triggern lassen. Und Zugabe macht ja, dass er immer wieder Siedewasser, Siedewasser, Siedewasser einsetzen muss. Und da wir schneller sind, muss er Siedewasser, Siedewasser, Siedewasser einsetzen, weil wenn Zugabe vorbei ist, können wir nochmal Zugabe drücken. Und dann ist es so ein bisschen so ein Rennen gegen die Zeit, weil irgendwann hört die Sonne auf und dann ist er in der Lage, mit seinem Siedewasser unseren Delegator zu zerstören. Das heißt, es wäre ganz gut, wenn dieser Fall eintritt, dass Milotic dann am besten schon Chip hat, schon ein bisschen Damage gefressen hat. Dann sollte es relativ safe sein, dass wir das 1v1 gegen Milotic tatsächlich mit diesem Vulnona-Set überleben können. Weil er kann halt nichts machen. Außer Siedewasser, Siedewasser, Siedewasser. Im Optimalfall, was auch noch passieren kann, ist übrigens, dass da Milotic steht und wir als Vulnona und er geht auf Toxin. Und wir gehen auf Delegator. Und dann können wir ihn auf Toxin trappen. Dann ist wahrscheinlich aber das Problem, dass wir nicht unbedingt den Feuerwirbel rausbekommen haben. Also können wir eventuell auch auf den Switch-Out, wo Uafni rausgeht, auch Feuerwirbel drücken, Milotic direkt trappen. Dann Delegator, er geht auf Toxin. Dann können wir ihn darauf zugaben und er kann uns gar nichts mehr machen und wird einfach elendig verrecken. Außer der Feuerwirbel endet vorher, weil der hat 4 bis 5 Runden. 4 Runden werden auf keinen Fall reichen. 5 Runden wahrscheinlich auch nicht. Ich denke, da brauchen wir auch Chip. Aber wir können auf jeden Fall Milotic daran hindern, sich hochzuhalten und es sehr, 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 sehr low chippen. Und gerade wenn wir dann irgendwie Hazard später nochmal rausbekommen oder so, wäre das eine gute Möglichkeit. Oder auch, wenn nachher irgendwann wieder Uafni reinkommt und wir wieder Vulnona dagegen reinschicken, dann ist Milotic für ihn kein Switchen, weil er weiß genau, dieses Vulnona trappt ihn da einfach. Und selbst wenn er auf Genesung geht, können wir ihn auch auf Genesung zugaben und dann einfach rausgehen in Electragon beispielsweise, weil wir wissen, wir können jetzt safe wechseln. Weil er geht, muss auf Genesung gehen oder er muss rauswechseln. Wenn er getrappt ist, muss er Genesung gehen. Und wir können safe auf Electragon gehen. Electragon kommt da ohne Schaden rein und kann dann den Schockschnabel drücken, um Milotic anzugreifen. Wenn Pampros da ist, klar, müssen wir wieder ein bisschen predicten. Aber hoffen wir einfach, dass wir Pampros dann irgendwann auch mal ausschalten können. Ja, das zu diesem Vulnona-Set. Sehr, sehr tricky, kann aber potenziell funktionieren. Und muss eben nicht nur gegen Milotic funktionieren, sondern kann genauso auch gegen Uafnir funktionieren. Wobei Uafnir eben in der Lage ist, sich dann, ja, daraus wahrscheinlich zu befreien mit einer Kehrtwende oder so. Auch gegen Pampros ist das okay, weil es Chip drückt. So ein Erdbeben wird allerdings sehr wehtun. Ich hoffe allerdings, dass wir es vorher verbrennen können. Schon mal kleiner Teaser auf das nächste Pokémon. Und dann sollten wir mit dem Delegator auch gut dagegen arbeiten können. Und mit Leiteiler, das ist der 4. Move übrigens, können wir uns auch nochmal ein paar KP von Milotic holen, falls es ihm gelingen sollte, sich hochzuhalten. Oder von Pampros oder. Da haben wir auf jeden Fall die Möglichkeit, uns dann auch nochmal hochzuhalten. Und während wir hinter dem Delegator sind, triggern natürlich auch die Überreste und halten uns auch langsam wieder hoch. Das heißt, eine gewisse Langlebigkeit sollte Vulnona im Normalfall haben. Gut, ich habe sehr viel rumprobiert und ich hätte super gerne auch Verhöhner lieber drauf gespielt als Zugabe, weil dann, ne, wäre das nochmal ein bisschen besser gewesen. Dann müssten wir ihn nicht auf Siedewasser unbedingt trappen, sondern verhindern einfach nur, dass er Status-Moves einsetzt. Ich wollte auch ganz gerne Gedankengut Vulnona oder so probieren, aber es waren halt nur 4 Move-Slots frei und deswegen habe ich mich für dieses Set entschieden, was sehr nischig ist. Ich bin gespannt, ob es funktionieren wird. Ich bin da sehr skeptisch, kann funktionieren, muss nicht funktionieren. Und besonders dann, wenn er mit Uafni einfach drin bleibt, schwierig, ne? Schwierig. Gegen Uafni funktioniert das nicht so gut wie gegen Milotic, aber mal schauen. Okay, ich habe schon angeteasert, dass jetzt unsere nächste Option sein wird, etwas zu burnen. Denn wir können momentan sehr viele physische Angreifer kontern. Und wir können Uafnir jetzt aufhalten. Was wir noch nicht so wirklich aufhalten können, ist Pampros. Klar, wir haben Strepoli, können das da rein switchen. Und Strepoli wird tanken wie so ein junger Gott. Problem ist nur, dass Strepoli eventuell ein paar Probleme hat, sich mit Ableitieb gegen Pampros hoch zu recovern. Weil Pampros sehr, sehr zäh ist, gerade auch wegen seiner Fähigkeitszähigkeit. Und wenn wir uns dann anfangen zu setupen, um dann mehr Schaden zu machen, kann er einfach auf Brüller drücken und fliegt raus. Das heißt, Strepoli ist dann nicht unbedingt die beste Option, um Pampros irgendwie zu schwächen und down zu kriegen. Kann funktionieren, wenn er keinen Brüller hat, aber wenn er Brüller hat, dann
wird Strepoli dagegen nichts machen können. Sondern wird Pampros einfach nur boosten. Ja, und dafür brauchen wir eine Option. Und es gibt einen perfekten Switch-In. Und das ist unser Rotom. Denn Rotom immunisiert die Bodenattacken, immunisiert aufgrund seines Geisttypes auch Body Press. Und viel mehr hat Pampros auch eigentlich gar nicht mehr zur Verfügung. Das heißt, Rotom kann da einfach easy peasy mal reinkommen. Und dann können wir Irrlicht drücken. Das ist ganz schön, weil er hat sehr, sehr viele physische Angreifer. Mit Snibuna, mit Fruyal, mit Giotesto, mit Pampros, mit Patinaraja. Ja, und die zu verbrennen, wäre natürlich ganz gut. Ich glaube, Giotesto hat Adrenalin, das ist mir durchaus bewusst, aber ja, ne, wäre dann halt so, wie es ist. Ich rechne nicht mit Giotesto, aber wenn es kommt, dann müssen wir da vielleicht ein bisschen drauf aufpassen. Aber ansonsten, auch gegen die anderen Pokémon, die speziellen Angreifer wie Uafnir oder Rotom, ist es halt Chip Damage, den können wir gebrauchen. Falls Milotic nicht Heißob spielen sollte, ist es auch darauf ein bisschen Chip Damage, was uns ja mit Vulnona wiederum helfen würde. Also Irrlicht ist dann so oder so ein ganz solider Play. Ja, dann spielen wir Voltwechsel Böde. Voltwechsel einfach eben, um Momentum zu generieren. Wir spielen auch ein relativ langsames Rotom mit 4 Init Investment, also quasi nichts. Die 4 Punkte waren einfach über. Dann dachte ich, ja komm, dann zumindest das in die Initiative rein. Bedeutet, wir werden mit Rotom oft Hits tanken müssen, wechseln dann raus. Und das ist genau das, was wir wollen, weil wir wollen Electragon in Position bringen. Das können wir machen mit Lieberlos Kehrtwende, wenn wir einen Switch-Out auf Milotic predikten. Das können wir machen mit dem Voltwechsel, wenn wir erwarten, wir stehen gegen, also kommen gegen Pampros rein und Pampros wird Angst vor einem Irrlicht haben, wird wahrscheinlich rausgehen, können wir Voltwechsel drücken, weil er hat kein anderes Boden-Pokémon oder nichts, was Elektroattacken immunisieren kann, außer Pampros. Und dass er rausgeht, ist sehr wahrscheinlich. Heißt, können wir predikten, Voltwechsel, bam, Electragon kommt rein. Ansonsten sind wir langsamer als viele Pokémon. Voltwechsel, also nehmen den Hit, Voltwechsel, Electragon kommt rein. Ne? Gleiche gilt auch für Vulnona, dass wir zum Beispiel mit Zugabe jemanden auf Genesung oder auf einen Status-Move festlocken. Bam, können wir auf Electragon switchen, kommt ohne Probleme rein. Electragon, unser wichtigstes Pokémon, müssen wir safe reinbekommen. Und Rotom ist hier eine weitere Option dafür. Ja, Böde macht dann einfach mehr Schaden, wenn wir etwas verbrannt haben mit dem Irrlicht. Und damit können wir dann auch ganz guten Damage gegen Pampros und gegen auch gegen Patinaraja machen, aber vor allem ist es eben gegen Pampros da, das verbrennen und mit Böde dann massiven Damage machen. Ich glaube, obwohl wir jetzt nicht super viel speziell offensives Investment spielen, wir sind zwar ein mäßiges Wesen, haben 116 Spezialangriffsinvestment, machen wir mit Böde, glaube ich, um die 45% oder so. Das ist schon eine Menge für einen Pampros. Dazu kommt ja auch noch der Burn, also es könnte dann sogar zu einem Two-Hit reichen, theoretisch. Ja, wir haben dann noch den Leitheiler, um uns eben hochzuheilen. Auch hier war mir Langlebigkeit wichtig, dass wir gegen Pampros eben eine lange Option bleiben, weil wenn er ein paar Mal auf Steinhagel drückt, dann sind wir ja auch irgendwann ziemlich downgechippt und er dann immer wieder rausgeht. Und dann erwischen wir Pampros nicht. Und wenn Rotom Pampros nicht bekommt, wird es ein bisschen schwierig. Deswegen müssen wir uns mit Leitheiler auch wieder fit halten können. Ist auch eine ganz gute Option, um bulkige Pokémon mit vielen KP erstmal massiv KP abzuziehen, womit sie vielleicht nicht unbedingt rechnen. Ja, zum Investment, beziehungsweise erst einmal vielleicht zum Item, die Boleobeere ist dafür da, um Unlichtattacken abzuschwächen. Insbesondere den Abschlag von Snibuna, weil Boleobeere gegen Abschlag ist immer super, super gut. Weil Unlichtattacken von der Stärke halbiert werden, die Beere wird aber vor dem Aufprall quasi aktiviert. Das heißt, die Attacke von die Stärke von Abschlag wird halbiert. In dem Moment hat Rotom kein Item mehr, das heißt Abschlagsstärke ist auch nicht mehr geboostet, die ist dann nur auf 65 und die wird dann nochmal halbiert, ne, eben durch die Boleobeere. Und das ist ziemlich praktisch, weil dann überlebt Rotom so einen Hit, trotz dessen, dass es sehr effektiv getroffen wird. Und dafür ist nämlich unser physisch-defensives Investment von 76 EVs da, damit wir eben ein Walband-Snibuna-Abschlag hundertprozentig überleben, wenn wir bei vollen KP sind. Die 60 Spezialverteidigungs-EVs sind jetzt dafür da, um einen Orkan von Uafnir zweimal nehmen zu können. Also auch hier nochmal so eine kleine Möglichkeit, mit Rotom was gegen Uafnir machen zu können, ein bisschen was tanken zu können. Ist immer ganz gut, wenn wir uns nicht nur auf ein Pokémon verlassen, gerade wenn Vulnona so ein Wackelkandidat ist, haben wir hier eben die Möglichkeit, zumindest etwas in den Orkan reinzuwechseln. Auch Electragon übrigens eine Option, ne? Resistet ja den Orkan ebenfalls. Ist natürlich kritisch mit der Drachenattacke, die ein paar Probleme macht. Aber ansonsten sollte das gehen. Ja, genau. Und dann kann Rotom auf der physischen, auf der speziellen Seite ein bisschen was tanken. Volle KP haben wir hier ansonsten noch.
und dann eben mit mäßigem Wesen und 116 Spezialangriffs-EVs auch einen soliden Spezialangriff, sodass Voltwechsel gegen Milotic etwas Schaden macht, aber auch Bürde gegen verbrannte Pokémon Damage machen sollte. Das ist der Plan hinter Rotom. Ist einfach so ein kleiner Allrounder für uns, der macht dies, der macht jenes, der bringt Lectragon rein, der kann mal ein paar Hits tanken, ein paar Hits immunisieren, ne, hat ja Immunitäten, genau, mit Boden, mit Kampf, mit Normal. Normal erwarten wir wahrscheinlich eher weniger, aber Kampf und Boden können wir auf jeden Fall sehen. Auch von Patinaraja zum Beispiel. Auch den Stahl-Move kann es da resisten, kann dann reinkommen. Wenn er Dynamax ist, dann will er wahrscheinlich nicht rausgehen. Und dann können wir einfach Irrlicht drücken, dann ist er verbrannt, dann überleben wir vielleicht noch einen Hit. Dann können wir wieder Leitteiler drücken gegen Patinaraja und können uns so wieder hochheilen. So, wichtig ist jetzt noch, dass Leitteiler sehr weird funktioniert gegen gedynamaxte Pokémon. Und zwar habe ich das auf Showdown vor einer Weile schon mal ausgetestet und habe dahinter kein Konzept entdeckt. Weil normalerweise ist es bei Leitteiler ja so, du hast deine KP und der Gegner hat seine KP. Also sagen wir, du bist bei 10 KP und der Gegner ist bei 100 KP. Und dann wird die Differenz davon einfach genommen, was in dem Fall 90 ist, ne? 100 minus 10 ist 90. Und dann bekommst du 45 KP dazu, also die Hälfte von 90. Und der Gegner verliert die Hälfte. Und ihr trefft euch genau in der Mitte dann logischerweise. Ihr habt dann beide genau gleich viele KP. Gegen gedynamaxte Pokémon funktioniert das so nicht. Die verlieren so ein bisschen und du bekommst relativ viel dazu. Aber ihr seid bei weitem nicht auf gleicher KP-Anzahl. Also Giga Patinaraja hat über 400 KP. Und wenn Rotom 10 KP hat, ist blub Rotom plötzlich wieder bei 130. Aber Patinaraja ist trotzdem noch bei 340 oder so. Und das ist weird. Und da habe ich dann heute sehr viel rumgebastelt und mir aufgeschrieben, das macht so und so viel Prozent, so und so viel Prozent bekomme ich dazu. Und habe versucht, das System dahinter zu entdecken. Und das ist nicht so einfach. Wenn man es begriffen hat, ist es einfach. Aber ja, ich versuche es euch kurz zu erklären, ja? Also, wir haben ein Giga-Pokémon. Ein Giga-Pokémon ist in der normalen Form ein normales Pokémon, okay? Also Patinaraja zum Beispiel mit 200 KP. Wenn es sich Dynamax, werden die KP verdoppelt. Sind dann auf 400. Für Leitteiler ist aber nur relevant, was die originalen KP waren. In dem Fall also 200. So, und jetzt funktioniert es quasi genauso wie der normale Leitteiler. Du hast Rotom mit 10 KP und du hast Patinaraja mit 200 KP. Ne? Die Differenz davon ist 190. Und dann bekommen wir wieder die Hälfte dazu davon von den 190, also 95 plus. Und Patinaraja verliert 95. Aber von seinen Giga Dynamax KP. Das heißt, nicht von den 200 werden 95 abgezogen, sodass man sich in der Hälfte trifft, sondern von den 400 KP werden 95 abgezogen. Das heißt, Patinaraja ist immer noch irgendwo bei 300 und wir sind irgendwo bei 100 KP. Ich hoffe, man hat es verstanden. Ist nicht ganz so easy, funktioniert ein bisschen tricky. Aber was ich damit sagen will ist, wir werden Patinaraja nicht viel Schaden damit machen. Aber wir können uns wunderbar dagegen hochheilen und so kann Rotom auch gegen Patinaraja oder gegen Pampros ein wenig Langlebigkeit an den Tag legen. Gut, das soweit zu unserem Fünfer-Team. Das waren jetzt so die Pokémon, also gerade Lectragon, Libalo sind so ein bisschen für die Offensive da, ne? Gerade Lectragon und die anderen drei sollen so ein bisschen die Pokémon abfangen. Jetzt gibt es auf jeden Fall ein Pokémon noch, was ziemlich Probleme macht. Und das ist Raichu. Alola Raichu. Weil Vulnona tankt die Hits ganz gut, ist ja speziell defensiv. Aber wenn der Psychoschock spielt, geht das auf die physische Verteidigung. Und das reicht aus, um Vulnona zu two-shotten. Wenn der Psychokinese spielt, reicht das aus, um Strepoli mit Lebenorb vielleicht sogar schon zu one-shotten. Keine Ahnung, trifft halt sehr effektiv, ist Stab und geht auf unsere schwächere, deutlich schwächere spezielle Verteidigung. Hier ist ein Problem. Und auch Rotom ist langsamer und hat dagegen jetzt nicht so mega die langlebigen Fähigkeiten. Klar, Libalo ist schneller, Lectragon ist schneller, aber defensiv wollen wir da momentan nicht sonderlich viel reinwechseln. Wir haben jetzt aber noch eine Sache, die ich super gerne im Team zusätzlich mit dabei hätte und das ist die Erdanziehung. Denn Lectragon kann momentan noch missen. Und das ist ein Problem. Auch der Feuerball von Libalo kann missen. Und ich würde so ein bisschen gerne die Genauigkeit boosten. Das wäre ganz lieb. Und das können wir natürlich mit unserem Giga-Pokémon machen, und zwar Giga Marithelit. So, denn unser Psycho-Move holt nicht, wie bei normalen Dynamax-Attacken, das Psycho-Feld raus, sondern stattdessen die Erdanziehung für 5 Runden. Und Erdanziehung bewirkt folgendes,
alle Moves werden um 70% genauer oder so, oder um 50% oder um 66%, irgendwie so. Faktisch bedeutet das, Lectragon mit Übereifer trifft jeden seiner Moves. Also, es sei denn, wir würden jetzt eine Steinkante spielen oder so, dann ist es ein bisschen anders, weil Steinkante ja 80% Genauigkeit nur hat, verliert nochmal 20% Genauigkeit durch Übereifer, wäre nur bei 60%. Und dann kommt es, glaube ich, nicht genau auf 100%. Aber die treffsicheren Moves, die durch Übereifer nicht treffsicher gemacht werden, die werden durch Erdanziehung wieder treffsicher gemacht. Und zusätzlich behalten wir natürlich den Boost durch Übereifer, den offensiven Boost. Das heißt, Erdanziehung plus Lectragon, gute Kombination. Gute Kombination. Auch Libalo profitiert davon. Rotom natürlich nicht ganz so sehr, weil Rotom dann auf den Boden geholt wird und plötzlich gegen Bodenattacken nicht mehr so gut dasteht. Aber dafür ist unter anderem auch Martellit da, denn Martellit sollte Bodenattacken ganz gut tanken. Ja, und ich erwähnte, dass wir gegen Rotom, gegen Raichu nicht sonderlich viel haben. Gegen die Elektroattacken geht's. Da ist Vulnona da, da ist Rotom da. Die sollten das okay tanken. Auch Strepoli sollte okay dagegen sein. Aber die Psychoattacken, da haben wir momentan noch nicht viel gegen. Mit Martellit haben wir aber die perfekte Option, denn wir spielen Martellit hier mit vollkommenem speziell defensivem Investment, dass wir die Elektroattacken gut abfangen, natürlich auch die speziellen Psychoattacken, aber Psycho-Resisten WE, das heißt auch ein Psycho-Schock, wenn der auf die physische Verteidigung geht, dann sollte Martellit das ganz gut tanken, weil auch ohne jegliches physisches defensives Investment haben wir da einfach einen Verteidigungswert von 130, auf der speziellen Seite haben wir 189 dann. Und leider nur 167 KP, das ist ein bisschen schade, das ist nicht so optimal, aber ja, ist dann leider so, wie es ist. Genau, also Martellit ist vor allem dazu da, um gegen Rotom reinzukommen, um die Erdanziehung mit der Psychokinese rauszuholen und gleichzeitig spielen wir hier ein Minus-Init-Wesen und nur 15 von 31 DVs. Das bedeutet, wir kommen auf eine Initiative von 91. Das bedeutet, wir sind langsamer als ein uninvestiertes Milotic und wir sind langsamer als ein uninvestiertes Fruyal. Das heißt, die beiden sind schneller, drücken gegen uns ihren Move, dann wechseln wir erst raus. Das heißt, wir bekommen zum Beispiel ein Siedewasser ab und können safe in Lectragon gehen, ohne dass der verbrannt wird. Mir geht langsam die Luft aus. Oder Fruyal geht auf eine Kehrtwende zum Beispiel gegen uns, switcht raus und dann kommt erst unsere Kehrtwende und wir können reagieren und Momentum generieren. Zum Beispiel, indem wir Lectragon dann wieder reinbringen. Deswegen spielen wir hier eine langsame Kehrtwende. Mit 91 Initiative sind wir aber auch 100%ig schneller als Patinaraja, weil das maximal auf 90 kommt. Ich glaube nicht, dass das Investment spielen wird, aber ich möchte mit Martellit ungerne so einen Dynamax Brandstempel abbekommen. Tut weh. Witzigerweise, Rambos Brandstempel sind zwei Attacken, die auf Gewicht basieren und diese Attacken funktionieren nicht gegen Giga Dynamax Martellit. Gegen das normale, selbstverständlich, aber wenn wir Dynamax sind, haben die einfach mal keine Wirkung. Das nur mal so am Rande. Okay, das ist also die Aufgabe von Martellit. Erdanziehung, Raichu tanken, langsame Kehrtwende, um Mons reinzubringen, die ein bisschen mehr machen können als Martellit. Wir haben jetzt aber natürlich auch die Möglichkeit, ein bisschen zu profitieren von der Dynamax. Und zwar können wir uns auch setupen. Mit Gedankengut und mit Genesung können wir uns hochhalten. Das bedeutet, wir können speziell offensiv auch ein bisschen gefährlicher werden, weil momentan haben wir den Spezialangriff von 100. Das ist nicht sonderlich viel. Aber wenn wir ein, zweimal Gedankengut rausbekommen und Martellit dürfte durchaus in der Lage dazu sein, das hinzubekommen, weil wir zum Beispiel in Raichu reingehen, in die Psychoattacke, dann wird Raichu wahrscheinlich rausgehen. Können wir Gedankengut aufsetzen zum Beispiel und dann mit Psychokinese ein bisschen was machen. Ist zumindest eine Möglichkeit. Und wir könnten dann natürlich irgendwann, auch wenn wir sagen, okay, jetzt würde ich ganz gerne angreifen, können wir Dynamaxen. Zum einen ist das für den Moment ganz gut, wo wir sagen, okay, das ist jetzt ein schnelleres Mon gegen uns, was uns einfach rausnehmen würde, weil zum Beispiel physisch angreift oder so. Können wir uns einfach mal schnell mehr Bulk holen, weil unsere KP verdoppelt werden durch die Dynamax. Auf der anderen Seite wird natürlich auch unsere Psychokinese und auch unsere Kehrtwende geboostet. Unsere Psychokinese wird dann Stärke 130, nehme ich mal einfach an, so wie alle Moves. Und ja, mit Psychokinese treffen wir auch sehr viele Pokémon seines Teams. Neutral oder sogar sehr effektiv. Außer Patinaraja und Alola Raichu und Snibuna. Patinaraja ist jetzt nicht so das Ding. Da will ich, wie gesagt, sowieso nicht unbedingt drin bleiben. Und da haben wir einige Pokémon, die das handeln können. Strepoli beispielsweise, Rotom vielleicht auch noch. Je nachdem, je nach Situation.
Aber Raichu und Sleepuna treffen wir mit der Dynamax-Kehrtwende ganz gut. Der Vorteil an der Dynamax-Kehrtwende ist, das wird ein starker Move und wir wechseln ja nicht mehr raus. Bedeutet, Raichu und Sleepuna werden gut gehittet. Raichu verliert übrigens, glaube ich, auch noch Spezialangriff. Ich glaube, das macht der Käfer-Move in der Dynamax. Wir haben hier, da wir ja Minus-Init-Wesen spielen, zumindest kein Minus-Angriffswesen. Wir haben immer noch keinen guten Angriff, den boosten wir ja auch keinesfalls. Aber wir machen trotzdem gegen Sleepuna und Raichu so um die 80-90% oder so damit. Das ist ziemlich guter Schaden, würde ich sagen. Gerade wenn Sleepuna irgendwie vorher schon mal angedamaged war oder Raichu schon mal angedamaged ist. Gerade wenn Leben ob Raichu da auf dem Plan steht, dann wird er so oder so Chip-Damage bekommen. Dann ist so eine Dynamax-Kehrtwende ganz gut als Coverage dagegen. Ja, und mit der Psychokinese, wie gesagt, treffen wir ansonsten alles ganz gut. Und die Psychokinese holt die Erdanziehung raus und dann kann Lectagon loslegen. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, ein bisschen das Timing hinbekommen, weil wenn wir in Runde 1 auf Psychokinese gehen, kommt natürlich auch in Runde 1 die Erdanziehung raus. Und egal, ob wir in Runde 2 und Runde 3 nochmal auf die Giga-Psychokinese gehen, die Erdanziehung tickt dann halt weiter, ne? Also Runde 1 ist dann weg, Runde 2 ist dann weg, Runde 3 ist dann weg, dann endet Dynamax. Und wenn wir dann immer noch nicht besiegt sind, dann endet schon Runde 4 und dann haben wir nur noch eine Runde. Das heißt, da müssen wir natürlich auch das Timing irgendwie hinbekommen. Man könnte zum Beispiel auch die Psychokinese raushauen, die Dyna-Psychokinese. Dann ist die Erdanziehung draußen und dann wechseln wir einfach raus. Vielleicht rechnet der Gegner damit auch nicht. Ne? Wäre auch eine Möglichkeit, wenn da zum Beispiel ein Raichu steht oder sowas und auf einen Elektromove geht. Dann kommt Lectragon da mit der Vierfach-Resistance ganz gut rein und steht da plötzlich mit dem Walschal mit Erdanziehung und wird alles outspeeden und wird alles treffen. Wäre auf jeden Fall eine solide Möglichkeit. Gut, zum wichtigsten Punkt kommen wir jetzt natürlich noch, wenn wir jetzt schon bei über einer Stunde sind für das erste Teambuilding. Es tut mir leid, ich versuche mich die nächsten Male wieder kürzer zu fassen. Das Item. Das Item auf Marithelit ist das Toastbrot, was wir hier spielen. Toastbrot ist ja normalerweise ein Item, was man benutzt, um den Curry-Dex zu füllen und um Curry zu machen und so weiter und so fort. Da gibt es ja neuerdings Toastbrot. Ich dachte mir aber auf jeden Fall, das könnte hier und da ein bisschen langwierig werden, der Kampf. Mit Vulnona, mit Strepoli, die tanken eine Menge. Auch Marithelit ist in der Lage, sich immer wieder hochzuheilen. Rotom hat ja auch noch Leitheiler und so. Es könnte ein Momentchen dauern, wenn Lectragon nicht absolut rasieren sollte. Dann kann der Kampf immer ein bisschen dauern und dann ist Marithelit halt da mit seinem UFO und kann dann immer das Toastbrot runtersenden zu den einzelnen Kandidaten. Und wie wir alle wissen, ist Toastbrot ziemlich geil. Und dann kann Vulnona mal einen Snack davon nehmen oder Marithelit selbst halt ein bisschen. Und das gibt uns dann auf jeden Fall zusätzliche Kräfte, um diesen Kampf vielleicht besser durchstehen zu können. Und ich glaube, dass das sehr viel wert ist. Ich glaube, dass das sehr, sehr viel wert ist und deswegen ist Toastbrot hier als Item meine Wahl des Tages quasi für Marithelit. Mit dem Schnüffler übrigens als Fähigkeit, vielleicht dazu nochmal ganz kurz, ganz nice, können wir Items scouten, was der Gegner so hat, sehen also, okay, da spielt er da, da spielt er hier, da spielt er da, gerade weil Marithelit ja auch dafür da ist, um reingeworfen zu werden, mit Kehrtwende wieder rauszugehen, können wir eben gut Informationen ergaunern und das kann uns natürlich dann für den weiteren Spielverlauf auf jeden Fall helfen. Ja, das soweit zu unserem Team. Ich denke, der Plan ist klar, wir checken verschiedenste Mons gut. Würde ich sagen. Also wir haben gegen Urhofnir was, wir haben gegen die physischen Mons was und so weiter und so fort. Ein Problem-Pokémon neben Raichu, was ein bisschen problematisch ist, muss man sagen. Wir haben Marithelit, okay, aber ja, das kann halt mit Voltwechsel dagegen easy rausgehen. Wir haben keine Elektroimmunität dabei und dann kann er irgendwas reinbringen, was Marithelit ein bisschen mehr unter Druck setzt. Und der bekommt er eventuell Momentum dann. Gibt es noch ein Pokémon, was ich ein wenig übersehen habe zu checken und das ist neben zum Beispiel Galoppa, was ein bisschen problematisch werden kann, wobei Strepoli da ganz okay gegen funktionieren sollte, aber dann hat Strepoli echt viele Aufgaben und das könnte dann auch irgendwann einbrechen, haben wir noch ein offensives Fruyal, was Probleme machen kann, weil das macht tatsächlich mit einer Wahlband-Kehrtwende, glaube ich, über 50% gegen ein normales Marithelit. Also Giga-Marithelit hat natürlich immer doppelte KP und so, aber das ist eine Menge Schaden und so ein Abschlag macht auch richtig viel Damage dagegen. Das ist problematisch. Dann nimmt uns das einfach unser Toastbrot weg und das ist eine Menge Damage. Also physisch, obwohl Marithelit 130 KP hat, tankt er gar nicht so krass da in dem Moment. Da müssen wir auf jeden Fall sehr aufpassen und dann kann Fruyal sehr viel Damage überall machen. Wir sollten überall ein bisschen was dagegen machen können. Kriegen wir schon irgendwie gehandelt, aber ich hoffe sehr, dass er Fruyal eher defensiv spielt. Das wäre meine kleine Hoffnung auf jeden Fall. Könnte ich alles abchecken,
alles abdecken, aber ich hoffe, wir haben das meiste hinbekommen. Ich hoffe auch, dass es nicht zu passiv, nicht zu defensiv ist, das Team, aber ich habe Vertrauen in Lectragon, dass das was machen kann. Wichtig wird es sein, Pampros wegzubekommen. Und dann kann Lectragon ziemlich gut durch dieses Team durchmarschieren. Klar, er kann dann hier und da immer noch was reinwerfen, aber das bekommt dann massiven Damage und das wäre sehr in meinem Interesse. Wird ein hartes Match, glaube ich. Bin sehr gespannt, ob das Vulnuna-Set aufgeht. Schreibt doch jetzt gerne mal eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Und wenn ihr auf die längsten Teambuildings in der gesamten GPL steht, dann lasst doch gerne ein Däumchen nach oben da. Würde mich sehr freuen. Wir sehen uns dann morgen wieder. Boah, ich würde euch jetzt gerne eine Zeit nennen. 16 Uhr? Guckt einfach unten, findet ihr Regelwerk, Spielplan und so weiter und so fort. Da steht auch drin, wer wann hochlädt. Ich glaube so 15, 16 Uhr oder so könnten wir dran sein. Schaut einfach mal nach und dann drückt die Däumchen, dass der erste Spieltag für uns gut ausgeht. Das wäre super, super wichtig. Erster Spieltag ist irgendwie immer noch so besonderer Nervenkitzel. Ich bin super nervös und ich hoffe, dass das was werden wird. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, dann im Kämpfchen wahrscheinlich. Bis dahin und tschüss und vielen, vielen Dank fürs Durchhalten von 70 Minuten Gelaber rund um Pokémon-Nerd-Stuff. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Bis dahin und tschüss.